Hallo Leute, heute begrüße ich euch wieder zu einem besonderen Video. Und zwar, letztens hatte ich ja dieses Boot gesägt aus einem geschäumten Polystyrol. Und so sieht es aus, also eine Yacht sollte es darstellen. Natürlich, wie es halt mit dem Kunststoffsägen ist, verklebt es ja immer wieder. Und jetzt versuche ich mal das Ganze an der Dekupiersäge zu schleifen. Ich habe jetzt ein benutztes feines Schleifband und mal schauen, wie es klappt mit dem Einspannen und mit dem Schleifen. Einmal kurz ein bisschen hier säubern. Ich habe nicht ständig mit Absaugung gesaugt, insoweit ist es halt ein bisschen chaotisch hier. Ich drehe jetzt das Schleifband in die Richtung, so dass man auch ein bisschen nachvollziehen kann, wie der Schleifvorgang fortschreitet. Einspannen tue ich nur ein bisschen, also nicht zu fest. Jetzt muss ich mal gucken unten. Ich glaube, ich muss noch höhere Spanne, ja. Ich versuche jetzt mal so. Das war nichts, okay. Hier muss man Geduld haben, weil das geht auch nicht ganz so rein. Also es wird nicht über die ganze Fläche gespannt, sondern nur ein Rand. Und wenn man zu doll drückt, dann rutscht es raus. Aber ich könnte ein bisschen tricksen. Ich muss mal schauen, ob ich hier eine gewisse Spanne habe. Eine Lochzange. Ja. Eine kleine Lochzange habe ich. Dazu schaffe ich mir Platz, um das Ganze tiefer einzuspannen hier. So. Passt das? Ja, ich glaube schon. Okay. Ja, supi. So sieht's aus. Hier kann ich jetzt hoch durch. Und mit Absaugen. Yay, das funktioniert. Prima sogar. Ich überlege, ob ich hier auch noch was aussägen soll, aber das muss nicht sein.